Besser so. Da müssen wir hin. Wo sind wir? Wo sind wir jetzt? Oh. Es ist sie. Einfach du. Sie steht auf dem Eiffelturm. Dining Room. Auf geht's zum Dining Room. Ist das der Dining Room? Sieht mir nicht nach Dining Room aus, aber hey. Die hat auch dieses Plüschtier gemeint. Frau! Was ist? Oh Mann. Was immer das war. Sie kann also Zeitrisse. Nichts mit meinem Job hier zu tun. Aber andere Frage. Sie ist hier eingesperrt, weil sie wissen, was sie kann. Wieso haut sie nicht ab? Sie hat doch die Möglichkeit, wie man es gerade gesehen hat. Aber wieso funktioniert das nicht? Ich weiß es nicht. Dieser Job wird immer mieser. Oh ja, mein Freund, oh ja. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Lass mir nicht erzählen, dass die nicht Ahnung hat von dem, was hier abgeht. Weil ich das nicht öffnen muss. Tschüss. Wenig Platz kann man nicht sagen, dass hier hat. Sieht hier was? Warum kann ich weitergehen? Bibliothek. So kann ich jetzt nicht mehr zurück. Ich habe doch gar gesehen, wo sie war. Alles voller Metall nur. Danke, Tür. Wo sind wir? Oh, wir sind in der Bücherei. Oh. Ey, das hab ich gesehen. Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Warum ich echt sogar? Ich kann Sie auf keinen Fall hier sehen. Sie müssen ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt wartet auf, es reicht! Wie wär's damit? Hallo?
Was sind das für Cuts? Warum hängt das Bild? Was ist das? Damit kommt er hier raus, nicht klar. Was? Was soll... Geben Sie das her! Ja, der Cut war eigenartig. Das macht die Geräusche. So kommen wir raus. Alter. Ja, danke, gell, fürs Helfen. Kommen Sie hier lang. Ja. Pass auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Mhm, das wird sich zeigen. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Hier lang, kommen Sie! Warum tun Sie denn nicht? Alter! Hol den Aufzug! Wieso? Was? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Bin ich beobachtet? Die ganze Zeit? Ja. Warum? Wahrscheinlich. Warum hat man mich hier reingesteckt? Was Keine bin Ahnung. Ich? Monster. Was bin ich? Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Hallo. Da lang. Wir müssen weiter. Er nimmt das Gebäude auseinander. Sei vorsichtig, Elisabeth. Und warum gehen wir da nach oben? Geben Sie meinen Namen. Nicht jetzt. Lass mich mal. Aber lass mich mal. Wohin? Und was bringt es? Das Ding kann viel, was ich nicht weiß. Scheiße. Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. Okay. Ich schätze mal, in der Vergangenheit irgendeinen Deal ausgehandelt, an den er sich nicht mehr erinnern kann oder will. Das hat irgendwas mit dem Mädchen zu tun. Anna. Aber wer ist Anna?
Also ich weiß ja. Aber er weiß es nicht. Ich glaube. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wir schlafen noch mal ein bisschen. Bisschen lang. Wo ist sie? Ach, wir sind jetzt... Man denkt, man ist wieder in Amerika. Man ist in den Ozean, in den Atlantik oder wo auch immer eingetaucht. Aber nein, wir sind einfach in einer fliegenden Wasserinsel. Von Columbia. Alter, Junge. Wenn hier mal ein bisschen mehr außer die Schultern was geht. Danke. Das interessiert die aber auch nicht, ne? Gesundheit ist wichtig. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Oh, wow, und du schnüffelst an seinen Füßen oder was? Cool. Abgehoben. Alter, treibt die Dämonen aus. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Was? Hallo? Jetzt komm schon, stell dich mal nicht so an. Na gut. 2 Minuten noch. Geh gleich doch wieder. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Wahnsinn, sind das hier für Leute? Wir sind closed, aber dein Geld nicht mit. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. President Comstock's personal airship. The First Lady. Damit könnten wir hier wegkommen. Seine erste Frau. Haben wahrscheinlich 300, weil der unendlich lange schon lebt, weil er in der Zeit reisen kann oder so. Was haben wir denn da? Battleship Bay. Und jetzt? Ah! Oh. Na klar. Was geht denn noch weiter? Hallo? Das ist doch alles Schwindel. Ich
will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ist alles ein Schwindel. Aber nur einen fairen Lohn, ja. Alles Schwindel, ja? Vielleicht. Ich hab sie gefunden. Und ich mache erstmal das ganze Geld. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Oh. Mir ist es nie so im Kopf geblieben, dass die alle gleich aussehen. Wirklich nicht. Das ist wirklich kaum. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Ja. Schau da raus. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Boca de Witt sieht anscheinend nicht schlecht aus. Sieh ihn dir an. Total zurückgeblieben. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie lebt in Schande. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. Mhm. Ich sehe gar nichts mehr. Ich bin euch schon geredet, ich weiß es nicht. Einer wie im echten Leben, was? Moderne Wissenschaft. Willst du einen Blick in den Wagen werfen? Ich habe vielleicht eine Badehose für dich. Ja. Siehst aus wie einer, der körperlich aktiv ist. Wir könnten Stories austauschen. Was ist denn mit denen hier alle? Bin ich so anziehend für jeden oder was? Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ah, erst ins Arbeiterunruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten, diese ganzen Kakerlaken. Soll ich mal eine Waffe ziehen? Okay. Ich will Yoga machen. Idioten. Auf was schaut ihr? Absaufen lassen. Herde aus, denn. Also, das ist jetzt aber darwinistisch. Was meinst du damit? Da ist keiner. Darwin. Charles Darwin. Hey, nicht so laut, ja? Hallo. Limonade, danke dir. Brauchst nichts zu trinken. Da kann ich jetzt nicht so weit rein. Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Was geht in der Stadt eigentlich? Wie funktioniert ihr? Ich verstehe es nicht. Ihr seid stark. Stark. Weg da. Mann, Mister, wir arbeiten hier. Ich bin jetzt mit drauf. Und, geht's dir gut? Oder dir? Ach, gehen Sie aus dem Bild. Tut so, als wärt ihr Herkules. Betteln verboten, Kumpel. Hast du die Schilder nicht gesehen? Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas Nein, um weiter ehrlich oben zu sein, auf sein nicht. Bein. Nein? Okay, dann ebenso. Ich sag's Ihnen nicht nochmal. Was ist mit ihm eigentlich? Ach. Springen.
Okay. Ich könnte mich hier so verlieren bei diesen ganzen NPCs. Na, wir gehen mal weiter. Das wird es heute nichts mehr. Was sind das für Riesenmedizinbälle? Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat. Aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen?